Silberstreif. Was für ein schöner Name für dieses schöne Schiffchen hier. Unser Bergungsschiff, das wir vom alten Nate bekommen haben, der ganz schön großzügig einerseits und raffgierig andererseits ist. Wir haben einiges an Geld an ihn abdrücken müssen für irgendwelche Tipps und Ausrüstungsgegenstände und so weiter. Aber wir kommen voran bei unserer Quest. Die Königin hätte gerne, dass wir für ihn etwas enthüllen. Eine Geschichte über ihren Vater, über einen Admiral, über Dinge, die verloren gegangen sind, die entziffert werden müssen, Geheimnisse, die gelüftet werden müssen. Eventuell kommen wir hier weiter. Hier im Westen sind Inseln. Unser Bergungsschiff Silberstreif ist hier hingefahren. Willkommen. Anno Samstag mit WB. Jeden Samstag 19 bis 23 Uhr auf Twitch und nachher auf YouTube. Es sind ganz viele Folgen schon entstanden. Ich glaube fast 200 oder so an Halbstundenfolgen, die es mittlerweile auf YouTube gibt. Wir schauen uns mal an, was wir hier machen können. Suchen mal im Tagebuch, lass uns das nochmal genau durchlesen. In der Nähe eines alten Wachturms bei drei großen Inseln im Westen. Da ist im Gefecht ein Linienschiff gesunken, an dessen Ladung wollen wir ran. Drei große Inseln, ein Wachturm. Eine Insel, zwei Inseln. Oder sind die Inseln da hinten? Hier muss es doch irgendwo sein, oder? Wir fahren hier mal hin. Ist hier ein Wachturm irgendwo? Da ist der Wachturm. Da ist der Wachturm. Und damit auch wirklich die dümmsten, deppersten und dämlichsten auch wissen, wo es hingeht, haben uns die Entwickler, die immer sehr höflich und zuvorkommend für uns sind, zu uns sind, gesagt, hinter dem Wachturm, von ihm noch versteckt, da ist ein magischer Doppelpfeil. Zeigt uns das an. Wisst ihr, wo? Also ich finde das ja einerseits nett, dass man das auch finden kann. Andererseits erinnert mich das ein bisschen an manche Eltern, die immer dann, wenn ihr Kleines gerade mal wieder ins Höschen gekackt hat, sagen, ei, hast du das schön und gut gemacht. Aus dir wird mal ein ganz großer Kacker werden. Daran erinnert mich das ein bisschen, weil schön und gut wird und für alles gelobt wird und wenn einem alles im Leben leicht gemacht wird. Aber so eine Minimum an Challenge hätte ich ja schon ganz gerne. Trotzdem, wir wollen mal nicht meckern. Es ist ja so ein hübsches Spiel. Da ist der Doppelpfeil. Da fahren wir einmal hin. Ei, haben wir das gut gemacht? Wir haben den Doppelpfeil gefunden. Haben wir gut hinbekommen. Da geht's hin. Auf geht's. Einmal rübergefahren. Hier sind wir. Ab, Tauchglocken runter, bitte. Mal gucken, was wir finden. Tauchglocke runter. Und? Ja, das Zepter, aber es ist unvollständig. Der prächtige Adler auf der Spitze fehlt noch. Das sei nur ein Stab. Meckert die Königin. Echt, das ist eine Tussnell. Da, die hat immer nur zu meckern und zu mäkeln. Ein freundliches Wort mal. Toll, hast du toll gemacht. Toller Kacker, Kleiner. Es ist wohl kein allzu großes Geheimnis, dass wir beide Ausschau halten nach dem heiligen Zepter von Capone, sagt auch Vasco Oliveira, unser Herausforderer. Es sei in drei Teile unterteilt. Er hat das Nationalheiligtum in drei Teile zerlegt, auf drei Schiffe verteilt, um dem Verlust vorzubeugen. Eines haben wir gefunden, zwei fehlen wir noch. Wo sind die beiden anderen Teile? Wo finden wir die, Leute? Wo sind die anderen Teile? Ich wette, er meldet sich nochmal, oder? Jetzt liefern wir erstmal an unsere Restaurateure das Zepter ab. Hier geht's hin. Oh Gott, hier hinten. Da geht's hin. Ich versuche mal mit der Silberstreif an Land zu fahren. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ich klicke, die Silberstreife ist ja aktiviert. Ja, die Silberstreife, hier muss es hin. Auf die Restaurateure. Die Silberstreife muss über die Küste hinweg hierhin fliegen. Ach, das ist hier hinten. Ich dachte schon. Die schafft das. Schon wieder eine Explosion. Bitte nicht. Was denn jetzt? Es brennt schon wieder. Diesmal in Bullseye. Flammen schlagen zum Himmel. Leute, warum geht denn ständig irgendwas kaputt hier? Motorenfabrik in Flammen. Wir helfen sofort der Feuerwehr, dadurch, dass wir die aufscheuchen. Wo ist die Feuerwehr? Wo ist die Feuerwehr? Wo ist die nächstbeste Feuerwehr? Wir haben mal bessere Sicht. Wo ist die Feuerwehr? Da ist die Feuerwehr. Mobilisiert. Ja, ich wette, hier unten ist noch eine Feuerwehr. Wo ist die nächste Feuerwehr? Quasi zwischen den zwei Kontoren etwas weiter im Norden.
da ich mittlerweile eventuell die Karte schon gedreht habe. Ah, hier. Was meinst du? Einmal mobilisieren. Da geht's rüber. Das war die Stimme von Macho Man. Und mit dabei sind Captain Kiba und Franzim. Hallo, ihr drei. Hallo. Captain Kiba ist gerade kurz unterwegs und die Franzi hat sich leider schon verabschiedet gerade. Ihr müsst aktuell mit mir alleine Vorlieb nehmen. Es tut mir sehr leid, aber Kiba kommt gleich wieder. Unglaublich. Unfassbar. Im Chat wird trotzdem geschrieben, hallo ihr vier, Murphy Law tut so, als wären alle noch komplett. Ja, wir sind bereit. Ein Springbrunnen freudvoller Neuigkeiten und geschraubter Sprache. Das ist Bullseye, wir waren aber eben hier. So, Tagebuch bekommen. Tinte ist noch nicht getrocknet. Lesen Sie das Tagebuch. Das sind die Restaurateure. Und? Gucken wir, ob wir das nochmal lesen können, ob jetzt mehr zu finden ist. Das haben wir doch schon alles. Ja, es geht weiter. Nächste Geschichte. Bevor wir das lesen, will ich aber erst drüben die Brände. Müssen wir erstmal alles hier in Ordnung bringen. Alles renovieren, bitte. Alles in Ordnung bringen. Gut, prima, läuft, zauberhaft. Und wieder hierhin. Und wieder weitermachen. Der alte Nate könnte uns helfen, den Schatz zu finden und die Seeminen zu meiden. Seeminen, um Gottes Willen! Falls wir auf diesem Friedhof nur was finden. Der alte Nate kann für uns etwas bauen, wenn sie ihm mehr Material bringen. Ihm fehlen Baumaterialien. Was hättest du denn gerne? Quarz, Sand und Stahl. Na, dann machen wir das. Wir liefern Quarz, Sand und Stahl. Vorher bei einmal Geschichte lesen. Einmal Geschichte lesen, Leute. La Corona eröffnete heute Morgen das Feuer. Um 10 Uhr begann südöstlich der Region eine Schlacht, welche bis 19 Uhr am Abend andauerte. Wir haben am heutigen Tage viele gute Männer verloren. Der hinterlistige junge Admiral Silva hatte Seeminen ausgelegt, um seinen Konvoi zu beschützen. Der König gab den Befehl, in einer Linie parallel zur feindlichen Formation anzugreifen. Glücklicherweise konnte ich unsere Flotte davon überzeugen, diese Anweisung nicht zu befolgen und sich stattdessen in zwei Kolonnen rechtwinklig zueinander zu formieren, um die feindliche Linie zu durchbrechen und so den Minen auszuweichen. Unsere Leitschiffe liefen dennoch auf Minen und explodierten, was dem Rest von uns allerdings den Weg freimachte. Die feindliche Flotte, nun in drei Teile gespalten, war an der Breitseite angreifbar. Wir trieben sie auf ihre eigenen Minen zu und obgleich in diesem Durcheinander beide Seiten Verluste zu verzeichnen hatten, waren wir siegesgewiss. Unser Dank gilt den tapferen Seemännern, die am heutigen Tage ihr Leben gegeben haben, damit wir den Sieg davontragen. Wir werden ihr Opfer niemals vergessen. Wären wir der Strategie des Königs, Klammer auf, dieser taube Nuss, Klammer zu, blind gefolgt, hätten wir weit größere Verluste erlitten. Zweifellos wird es ihn erzürnen, wenn er von unserem Ungehorsam erfährt. Doch ich stehe zu meiner Entscheidung. Es wird ihn vielleicht sogar erfreuen, dass ich zur Strafe für meine Arroganz verwundet wurde. Es waren wahrscheinlich meine Kleidung und meine Orden, die mich zu einem auffälligen Ziel machten, sodass mich ein Musketenschuss in der Seite erwischte und traf. Mein Arm ist unversehrt und mein Kopf nicht halb so benebelt, wie die Ärzte glauben. Also werde ich der Befehlshaber bleiben, bis unser Einsatz hier abgeschlossen ist. La Corona mag heute eine schwere Niederlage erlitten haben, doch ihr Flaggschiff, die gigantische Santissima Victoria, konnte unbeschadet entkommen. Anders formuliert, er sagt das, was ich euch auch immer sage. Wenn irgendein Arg uns widerfährt, wenn irgendetwas schief geht, aufstehen, abputzen, Dreck abwischen, Mund abwischen, weitermachen, Leute, immer weitermachen. So geht's weiter. Und das haben wir gelesen. Jetzt fahren wir mal mit 5 Tonnen Quarzsand und 5 Tonnen Stahl zum alten Nate und bitten ihn um Hilfe. Stahl und Quarzsand. Nee, das ist ein Stahlträger. Darum brauchen Stahl selber. Oh, wir haben mittlerweile richtig sehr wenig. Das müssen wir uns gleich auch mal anschauen. Das misshakt mir. Quarzsand. Nix, kein Quarzsand. Den können wir vielleicht bei ihm kaufen. Ich weiß, das klingt jetzt ganz schrecklich. Mal gucken, ob wir den Quarzsand bei ihm gekauft bekommen. Komm, lass versuchen, ob wir ihn bei ihm kaufen können.
Das bleibt aber unter uns. Das bleibt unser düsteres Geheimnis, Leute, ja? Nicht, dass er irgendjemand meckert. WBE, du kaufst ihm Quarzsand ab, du Quacksalber. Und dann wieder zurück. Mal gucken, ob wir das können. Mal gucken, ob wir ihm Quarzsand verkaufen können. Abkaufen können. Hatte er welchen? Nein, hat er nicht. Ich hätte auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Stimmt nicht. Jetzt hätte ich euch fast belogen. Entschuldigt bitte. Ja, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir bringen Quarzsand aus der alten Welt zur neuen, also zu dieser neuen, oder... Ach ja, wir machen das. Dann machen wir in der Zeit irgendwas anderes. Ja? Weil wir können natürlich auch jetzt irgendwas mit Quarzsand anschmeißen und irgendwo bauen, aber wir brauchen früher oder später eh Quarzsand für die Herstellung von Fenstern, war das, glaube ich, ne? Ach komm. Wir bringen einmal Quarzsand von drüben mit. Wir haben noch so viele Schiffchen hier hinten. Was können wir sonst noch alles mitnehmen hier? Was fehlt? Hier liefern wir erstmal ab. Tante Mimi ist angekommen. Was fehlt uns hier? Immer Pelzmäntel? Nee, die nehmen, die lassen nach, weil die von woanders hergebracht werden. Wir können den Grundstock auffüllen. Wir können einmal Pelzmäntel mitbringen. Zigarren könnten wir schon mal mitbringen. Was wäre mit Rum? Könnte uns das ja auch helfen? Ja, auch. Hier Rum müsste eigentlich hier hingebracht werden. Mal einen Blick auf die Routen, wie das ist mit dem Rum. Wird er hingebracht, aber wahrscheinlich zu wenig. Hydra. Wo ist denn die Hydra? Wir müssen einfach mehr Slots füllen. Oder wir haben in Zentrale zu wenig rum. Wir nehmen mal mehr mit schon mal. Oder wir nehmen ein zweites Schiff. Wir nehmen mal einmal rum mit. Nochmal rum mit. Ah, dann wird das knapp. Eventuell reicht das so schon aus. Gucken, wo die Hydra steckt. Die ist vermutlich auf offener See, oder? Ja, fährt gerade zurück. Wir brauchen echt rum. Was mich sehr interessieren würde, bei einem Blick auf die Zentrale, ist, wie viel hier produziert wird. In Zentrale wird produziert an Rum. Vier. Also vier Einheiten Rum auf Zeit. Alle Inseln. Wir produzieren eigentlich genug. Es muss ein Transportproblem sein, aber wir produzieren nur eine Idee zu viel. Wir können ein bisschen nachhelfen. Wir können auch schauen, wo wir viel Rum gelagert haben im Augenblick. Bedeutet das nicht auch diese, da stand ja irgendwie 16 von 40, das war ja nur so ein halbgrüner Balken, da war ja zur Hälfte dunkelgrün. Bedeutet das nicht eventuell auch, dass wir eigentlich die Kapazitäten hätten, aber irgendwas im Produktionsablauf gestört ist? Das checken wir gleich mal. Ganz genau. Zentrale Bullseye hat größere Vorräte, füllt sich. Zentrale hat auch viel. In Le Grand Ciel ist viel rum. Ich frage mich, ob wir den überhaupt brauchen. Das kann eine Fehllieferung sein zum Beispiel. Das gucken wir uns mal an. Und die brauchen den Rum eigentlich auch nicht. Er muss hier irgendwo entstanden sein bei Festen oder so. Wir werfen mal einen Blick in Le Grand Ciel. Ich glaube nicht, dass man hier Rum braucht. Wir schauen mal nach. Le Grand Ciel, Rumproduktion hier. Oder Rum-Nachfrage. Nee, Rum wird hier nicht benötigt. Das heißt, wir können hier schon mal die 150 schon mal abholen. Die sind hier irgendwie fehl am Platze. Schiffchen vor Ort haben wir keines. Das heißt, wir nehmen ein Schiff hier um die Ecke mal. Dann nehmen wir die. Alles wird gut. Nehmen einmal von hier mit. Hier ist ja genug Rum. Mal einmal das Rumlager drüben voll. Nehmen 150 hier mit. Fahren dann hier vorne hin. Nehmen hier den Rest an Rum mit und füllen schon mal den Vorrat auf. Und bringen dann die Alles wird gut rüber. Dann können wir auch ein zweites Schiffchen auch schon mal rüberschicken. Wieso nicht die Süßholzrasplerin? Nehmen noch ein paar andere Dinge mit.
Zigarren zum Beispiel. An wen hast du gedacht, als du dem Schiff den Namen Süßholzrasplerin gegeben hast? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich ganz ehrlich nicht erinnern. Irgendjemand im Chat. Vielleicht auch ein Süßholzraspler wie Danny zum Beispiel. Danny, liebe Grüße, danke. Danny hat 5 Abos verschenkt an Ackermann, an La Kölner, an Didi, an Bronkel, Kurti und an Zognaff. Und Chaos Suschler hat ein Abo verschenkt an Tolkien Zwecker. An euch! Dickes Dankeschön. Ein dickes Dankeschön an Chaos Suschler und ein fettes Dankeschön an Danny. Ach, weißt du, Danny, bei dir gelingert. Und Klee, liebe Grüße an Klee. Hat 4 Monate abonniert ja schon. Danke dir. Und hatte Tonprobleme. Hat noch jemand anders Tonprobleme? Brillen fehlten drüben. Die Brillen fehlen hier. Alles klar. Mr. Eldia oder Reldia. Liebe Grüße an dich. 5 Monate abonniert ja. Liebe Grüße. Das können wir so schon mal rüberbringen. Das andere Schiffchen ist, glaube ich, auch schon hier angekommen. Was für ein gutes Timing. Jetzt laden wir das voll mit rum. Brauchen die ja nicht. Ah, die Zigarren, die brauchen nichts von den Gütern hier. Das hat sich alles hier so auf Zeit angestaut. Bringen das von den Festen, die haben, und bringen das rüber nach Cap Trelawney. Dann bringen wir noch ein weiteres Schiffchen rüber. Haben wir noch eins auf Vorrat hier? Keines. Wir bauen noch mal eines. Eine Dampfschiffwerft, ein weiteres Frachtschiff. Kostet etwas Einfluss, das ist aber nicht so schlimm. Ach, wir machen sogar 2, was soll's. Hauen den Einfluss raus für 2 weitere Dampfschiffe. Und gehen jetzt wieder hier gucken und testen jetzt in der Zentrale mal, wie es hier aussieht. Beim Thema Rumproduktion. Rum wird aus Zucker hergestellt, Zucker gibt es hier nicht. Das heißt, wenn überhaupt, ist das Rumproblem hier. In Leckerschmecker. Von hier wird der Rum abgeholt. Ja? Hier checken wir jetzt mal, ob wir hier genug Zucker immer haben. Zuckerproduktion sollte reichen. Daran kann es nicht liegen. Ich wette, das Lager ist randvoll mit Zucker hier. Ja, randvoll mit Zucker. Das ist also okay. Hier gehen wir auch mal, können wir auch mal ein paar Dinge verkaufen. Automatisiert zwischendurch. Mhm. Das hier und ebenfalls noch Kakaobohnen. Oder sind das Kaffeebohnen? Kakao, glaube ich. Es bleibt, wie es ist. So. Das heißt, das Problem ist, kann auch sein, dass der Rum hier nicht genug abtransportiert wird. Das wird er aber. Wir gucken nochmal hier rein. In die Rumproduktion diesmal. Dann schauen wir mal uns mal beispielhaft eine Rumbrennerei an. Holz ist das Problem. Es wird zu wenig Holz transportiert, produziert. Das ist die Erklärung. Da stockt die Kette. Man braucht ein bisschen Holz für die Fässer. Und wir müssen mehr Holz hier produzieren. Das ist die simple Erklärung, Leute. Da muss man erstmal drauf kommen. Wir haben 5 Holzfällerhütten, dann bauen wir weiter. Wir können mal. Einen stellen wir hier hin, dann geht's schon schnell. Mal richtig gründlich. Sag mal, ist das das Erste, was wir bei diesem Stream bauen? Haben wir die ganze Zeit nur Schiffe hin und her geschickt und Quests erfüllt? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich irgendwas gebaut habe heute. Das ist ja ein komisches Gefühl. Das war echt so. Komisch, ne? Wie sich das anfühlt, ganz befremdlich. Dann hier runter.
sehr witziges Gefühl. So. Das sollte eigentlich reichen. Da gucken wir mal, ob wir irgendwo Holz auf Vorrat haben und ein Schiffchen, das es bringen kann, damit wir die Lücken schon mal füllen. Wir nehmen Timmy 9, den Loser. Echt, was für ein Loser. Dimmi, du bist keiner. Danke dir. Halbes Jahr hier abonniert mit Prime. Liebe Grüße an dich. Liebe Grüße. Ach, ich habe keine Lust mehr auf Timmy 9, Loser. Das Schiff wird... Wir wollen, dass die Leute was leisten können. Ach komm, das ist die Erinnerung. Wir wollten ja eigentlich ein Schiff nach Danny benennen, aber ich will dir, das ist, gibt ein schlechtes Omen. Wenn ich jetzt Timmy 9, Loser... Dann wird Danny immer, ich weiß nicht, ob das Schiff, das ist vielleicht schon beschädigt worden, während Timmy 9 das Kommando hatte. Dann gebe ich gebe Danny doch als Kommandanten kein Schiff, das ein Loser vorher kommandiert hat. Nee, das geht nicht. Kann ich machen. Timmy 9, Loser bleibt Loser. Soll man dem Holz anvertrauen? Das ist so ziemlich die wertloseste Ware überhaupt. Wenn man dem irgendwas anvertrauen, der soll sich mal mit Holz beginnen und dann hocharbeiten. Rüber! 150 Holz. Hier geht's hin. Nach Leckerschmecker. Hier was? Ja. Mensch, Timmy. Hoffentlich schafft der kleine Timmy wenigstens das. Timmy, du schaffst das. Wenn du das nicht schaffst, schaffst du gar nichts. Rumkugel geht immer als Name. Danny. Wir geben Timmy eine faire Chance. Wenn er das schaffen sollte... Dann sind wir bereit, ihn umzubenennen. Dann heißt er nicht mehr Timmy 9 Loser, sondern Timmy 10 Loser. Ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Ja, dann wird er halt wenigstens älter. Wird er, Loser ist immer noch, aber ist dann keine 10 mehr. Ey, das klingt brutal. Ja, die Welt ist eine Raue hier. Früher, das ist der Beginn des Industriezeitalters. Das ist kein Kirschessen oder Kirschkuchen-Schnellessen-Wettbewerb. Anno ist kein Ponyhof-Simulator. So, was? Wir hatten doch eben noch hier was vor, Leute. Hier vorne. Cornfalls, hier war doch was. Quarzsand. Haben wir den Quarzsand schon rüber geschafft? Haben wir da überhaupt dran gedacht? Haben wir das gar nicht gemacht? Haben wir den Quarzsand gar nicht hingeschickt? Kann das sein, dass wir den gar nicht geholt haben? Gott, heißt es plötzlich WB, Klammer auf 57, Loser. Gibt es jetzt hier mittlerweile Quarz? Haben wir den Quarzsand nie geholt? Hat mich da keiner dran erinnert? Leute, wenn das so weitergeht, müssen wir wieder arbeiten mit Alkoholverbot im Chat. Hat mich keiner auf das Thema Quarzsand angesprochen in der letzten Stunde? Ihr lasst euch hier von mir zulullen und lauscht meinen Geschichten. Und ihr müsst mitarbeiten, Leute. Mitarbeiten. Arbeiten. Hier, Samstagabendstimmung. Ich hab's gesagt, Aktenverwalter. Einer. Und die anderen müssen sagen, hier, pass auf, Aktenverwalter hat's gepostet, darf nicht untergehen, WB, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Leute, echt, ja, jetzt postet Shahi, Quarzsand, WB. Shahi, du bist echt, ach komm, kein Kommentar. Ist ja echt nicht zu fassen, Leute, nicht zu fassen. Nicht zu fassen, echt. Arbeiten, ich habe Wochenende, Cranium, was soll ich sagen hier? Unglaublich, jetzt können wir eigentlich, jetzt haben wir, die sind... Das Schiff ist noch nicht mal zu Ende gebaut. Wir haben keine Schiffe hier mehr vor Ort, die irgendwas hier hinbringen können. Die Butterblume, wir könnten einen Schoner rüberschicken. Ach komm, dann schicken wir den Schoner mit dem Quarzsand rüber. Das ist ja nicht zu fassen. Einmal Quarzsand. Wie viel brauchten wir? Ach, war nicht viel. Der Schoner schmeißt jetzt hier den Zement über Bord. Der geht dann hier alle. Und bringt mal Quarzsand rüber. Also ich würde schon etwas mehr Quarzsand vielleicht mit rüber nehmen. Wir wollen ja vielleicht noch mehr Items dann auch. Jetzt machst du plötzlich einen auf Streber. Eben hast du mich die ganze Zeit nicht daran erinnert, dass ich Quarzsand mitnehmen soll. Jetzt bist du plötzlich der große Quarzsand-Experte, Matze. Damit, naja, du machst das damit nicht wieder gut. Ich sag's dir ganz offen. Wolltest du nicht eigentlich beim alten Nate den Quarzsand kaufen? Ja, den gab's da aber nicht. Ach so. Dann müssen wir ordentlich was mitnehmen jetzt. Ich nehme mal 50. Wir brauchen, glaube ich, nur 10. Aber trotzdem, wir nehmen uns einmal voll. Wir machen es einmal voll. So, jetzt gehen wir wieder hier hin. Na, Bullseye, weil... War da nicht eben irgendwas... Ach, die Schiffe. Okay, haben wir schon gemacht. Hier ist das Thema Holz gleich. Mehr Druck im Kessel.
Leckerschmecker. Solitär. Ich hoffe auf eine Zeit, in der wir nicht länger. Ein beschädigte Wolkenbruchschiff. Leckerschmecker und Timmy hat's gepackt. Ich bin beeindruckt. Ich bin sehr positiv beeindruckt. Timmy 9, kaum schimpft man ihn ein Loser. Schwarze Pädagogik funktioniert. Ihr wisst, was schwarze Pädagogik ist. Das ist das Gegenteil von Ei, das hast du gut gemacht. Das ist, mach das lieber besser, sonst. Also mal ganz grob zusammengefasst. Das ist verpönt. In keinem modernen Erziehungsbuch steht drin, schwarze Pädagogik ist gut. Und man sollte es auch selber nicht am eigenen Leibe erleben. Aber Timmy 9, Loser, das ist die letzte Sache. Das ist eine letzte Rettung, wie wir ihn irgendwie irgendwas noch mit ihm machen können. Timmy 9. Hat er sich damit vielleicht ein kleines Upgrade auf den Namen verdient? Ja, definitiv. Ich nehme das Ausrufezeichen hinten weg. Das hat er sich verdient. Weg mit dem Ausrufezeichen. Das hat er sich redlich verdient. Also Respekt. Gute Leistung. Ich will mal großzügig sein. Was können wir mitnehmen? Was brauchen wir hier nicht mehr? Brauchen wir drüben Bretter? Tortillas, Kaffee. Hier sammelt sich Kaffee. Oh, das ist ein schlechtes Zeichen, wenn sich Kaffee hier sammelt. Das darf eigentlich nicht passieren. Wir bringen den Kaffee. Ist das Kaffeelager hier voll? Es kann sein, dass wir zu viel Kaffee die ganze Zeit produzieren. Das Kaffeelager wird zu voll. Also, wir geben Timmy mal eine Chance. Im Alleingang. Hoffentlich, ich weiß nicht, ob er das packt. Schokolade und Kaffee. Rüber nach Cap Trelawney. Wenn er das schafft, denken wir über eine erneute Namensänderung nach. Ich kann sie ihm nicht versprechen. Aber er bekommt eine faire Chance. Er bekommt eine faire Chance. Mehr können wir ihm nicht anbieten, Leute. Gibt es zu viel Kaffee? Berechtigte Frage von Otto Wells im Chat. Die richtige Antwort lautet, nie und nimmer. Prost! Ja. Gerüchte besagen, wenn man viel Kaffee trinken würde, bekäme man unruhige Hände. Aber schaut euch das mal an. Da kann nun wirklich nicht die Rede von sein. Absolut nicht. So, dann haben wir ein neues Schiffchen. Jetzt haben wir die Möglichkeit. HMS Ringelwurm bekommt jetzt einen viel schöneren Namen. Hiermit tausche ich mit einer schönen Flasche Sekt dieses Schiffchen auf den Namen Danny. Dieses Frachtschiff ist jetzt Danny. Das heißt aber, dass auf dir dieselbe Verantwortung ruht, wie auf den Schultern von Tante Mimi. Ernsthaft, Danny. Das ist jetzt kein... Das ist nicht nur eine Ehre, das ist auch eine Pflicht. Bei jedem Anno-Stream immer dabei sein. Tante Mimi ist es auch. Weil du hast ja Jobs jetzt zu erfüllen. Also nicht nachher Sachen wie, Gott, heute Abend konnte ich nicht, ich wollte mal andere Leute sehen als dich, WB. Oder als euch, Community, das zieht da nicht, ne? Bei jedem Stream immer dabei sein. Ernsthaft, das ist kein Gag von mir. Mit sowas würde ich niemals scherzen, Leute. Danke dir für die vielen Abos, die du hier verschenkst. Danke mir noch nicht dafür, was ich dir gerade geschenkt habe. Ich hab dich im Auge. So, dann wieder rüber, hierhin. Es ist was explodiert, meint Mr. Reldia. Mal gucken, was hier hochgegangen ist. Irgendwo ist irgendwas eben explodiert. Gehen wir mal gucken. Das ist vermutlich entweder hier oder... Also hier nicht. Entweder hier oder... Hier ist nichts explodiert. Da könnte hier was explodiert sein. Auch nicht. Dann könnte hier etwas explodiert sein. Auch nicht. Das Einzige, was mich irritiert hier, ist Überlastung in dem Lagerhaus. Einmal Upgrade. Dann könnte noch hier etwas explodiert sein. Ich wette, es ist dann hier.
auch nicht. Wo war das denn? Wer weiß wo, dass wo hier was explodiert ist? Die Meldung ist nämlich wieder futsch. Wo ist etwas explodiert, Leute? Ich kann keine roten Warnschilder sehen. Da ist es. Da ist es. Diese eine kleine, die gehen so leicht hoch, die Schnapsbannereien. Einmal abgelegt. So. Alles klar. Dann gehen wir mal checken, hier vorne, ob in, und auf dieser Insel, aber auf Le Grand Ciel, da sollte doch ein Schiffchen eben hinfahren. Das hatten wir aber schon da gehabt, ne? Das war schon da. Das fährt schon rüber. Die fahren alle hier vorne hin, nach Crown Falls. Also hier müsste jetzt großes, ja, Riesenschiff treffen. Tante Mimi ist da. Alles wird gut, ist da. Bringt haufenweise Rum hier hin. Jetzt füllen sich die Rumlager. Klasse. Alles wird gut, darf gleich zurückfahren. Oh Gott, was hier alles da ist. Sekt, Kaffee. Haufenweise füllen wir die Lager hier. Bretter brauchen wir nicht. Ich würde ganz gerne, damit wir hier noch mehr füllen können, noch ein bisschen mehr Depot bauen. Ja? Hier. Noch ein Depot. Das sieht doch hübsch aus. Abwechslungsreich. Das kann man machen. Und hier ist der Zugang. Ich frage mich, wie kommen die Leute denn hier rüber? Wie schaffen die das denn, Leute? Wie kommen die denn da hin? Die kommen nur mit Schiffen, oder? Ich würde da gerne mal hin. Ich würde mir das gerne mal aus der Nähe angucken. Kommt man da nicht hin? Wie kommt man da hin, Leute? Dass mir da keiner schreit, brüllt, schwimm doch, WB. Schwimm doch. Kann man wenigstens hier auf den Steg oben drauf? Ja. Und jetzt? Mal gucken gehen. Weiter geht's nicht. Oh, komm. Rick ist treiben. Und von hinten? Ich komm noch nicht lang. Platz da, guter Mann. Weitermachen. Oh, hier geht's. Oh, das ist gut. Oh ja, wie lieblich. Kann es irgendwas Schöneres geben, als anderen Leuten bei der Arbeit zuzugucken? Falls ihr jetzt nickt und denkt, ja, WB macht sich über andere lustig, ich rede über euch. Ich streame hier und ihr guckt mir über die Schulter. Wer guckt ja wem bei der Arbeit zu, Leute? Dürft ihr aber. Ich lade euch herzlich dazu ein. Guckt mir gerne weiter zu. Immer und immer wieder. Jeden Samstag hier auf Twitch und danach auf YouTube. Guckt mir gerne bei der Arbeit zu. Das ist auch so anstrengend hier, das alles zu verantworten. Schaut mir gerne weiter bei der Arbeit zu.